Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video wagen wir uns auch mal an die Streamer, an die Griefer Games Streamer Tierliste ran. Das haben schon ein paar Leutchen gemacht, aber mit einer Liste, wo nicht alle Streamer drin sind. Deswegen machen wir das heute mit einer aktualisierten Liste. Und die habe ich auch hier bereits offen. Ich schalte direkt einmal um. Und zwar die Tiermaker-Liste kennt ja eigentlich so gut wie jeder, würde ich mal meinen. Das ist die hier. Hier haben wir eine Reihe und noch fünf weitere. Hier haben wir zum Beispiel auch Therapie drin, der überhaupt keine Streams macht. Deswegen MC Zocker habe ich auch noch nie einen Stream von ihnen auf Griefer Games gesehen. Deswegen machen wir heute einmal das Ganze mit der aktualisierten Liste. Ist auch unten in der Beschreibung verlinkt, falls ihr die auch machen möchtet. Hier gibt es jetzt inzwischen drei Reihen und die vierte ist auch schon angefangen. Das sind schon mal ein paar Leute mehr. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit Abgegrieft. Ist ja jetzt auch öfter im Stream, finde ich auf jeden Fall ganz geil. Also an sich sind die Streams nice. Sind zwar überhaupt keine Alerts drin, finde ich jetzt auch unbedingt gar nicht schlimm, ist so ein bisschen als Feeling. Aber unter Top-Streamer würde ich ihn nicht einordnen. Guter Streamer kann man sich geben, weiß ich nicht. Also ich würde mal bei keine Bewertung reinsetzen, weil ich finde es da ein bisschen schwierig zu bewerten. Als nächstes haben wir Autoasiate. Bin ich auch, wenn ich kann, in den Streams. Meistens filmt er immer so mittags. Schaue ich mir sehr gerne an. Bin ich auch von Anfang an dabei. Würde ich auch unter Top-Streamer einordnen. Es gibt immer ein Thema, worüber er labert. Sympathisch ist er sowieso. Hat ein schlichtes Overlay. Klar, die Sounds sind ein bisschen laut gedreht, aber irgendwann gewöhnt man sich schon dran, von daher, aber beim Autoasiaten könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, wenn ihr auch so meistens eher mittags auf Twitch unterwegs seid. Als nächstes müssten wir Azuro haben, der streamt ja auf YouTube, aber ich habe, glaube ich, einmal kurz in seine Streams reingeschaut. Es ist halt schon viel Verlosungs- und viel Geier-Content und sowas schaue ich mir halt, finde ich halt nicht wirklich unterhaltsam, deswegen, weil es einfach schon viel zu viel davon gibt, deswegen mache ich einfach hier keine Bewertung, weil ich kann jetzt auch nicht sagen, schlechter Streamer, ich habe mir die Streams nicht angesehen und dann den schlechter Streamer einzuordnen, wäre dann unfair. Black Death Knight kommt als nächstes, ist auch ein sympathischer Typ, macht auch ab und zu mal ein paar Minigames, habe ich auch schon mal mitgemacht. Auf jeden Fall ein guter Streamer. Mir fehlt so ein bisschen. Also ich kann jetzt noch mal kurz schnell fix schauen. Ich habe gerade nachgesehen. Er war mir inzwischen schon wieder aus dem Sinn. Er hat ein Overlay. Ist mir aber auch, also wenn man ein Overlay hat, schön und gut, finde ich auch geil. Aber manchmal finde ich da so ein paar Sachen überflüssig. Also was heißt überflüssig? Bisschen zu vollgepackt für mich. Deswegen, ja, kann man ein bisschen reduzieren, aber ansonsten ist Black Death Knight, schaue ich auch gerne mal rein. Das müsste Cold Hunter sein. Keine Bewertung kenne ich nicht. Ich habe, glaube ich, aktuell noch keinen einzigen Stream von ihm gesehen. Von Cosmo ebenso wenig. Cyber Sven schaue ich gerne mal rein. Ist auch ein sympathischer Typ. Tut meistens mit Schmetika irgendwas nachbauen. Aber redet dann auch öfters mal nicht. Deswegen würde ich hier nur unter kann man sich geben einordnen. Weil mir fehlt dann so ein bisschen. Er baut jetzt, aber redet dazu irgendwie nicht. Das ist für mich dann so diese Stille. Wofür, ja, also ich bin ja selbst auch immer, wenn zum Beispiel gerade irgendwas nichts am Reden überhaupt gibt, dann suche mir irgendwas aus, worüber ich reden kann. Damit es halt für die Zuschauer auch unterhaltsam wird. Das fehlt mir noch so ein bisschen beim Cyber Sven. Aber ansonsten ist er auch ein sympathischer Typ. So, mich selber tue ich hier unten rein. Keine Bewertung. Dobermann X finde ich auf jeden Fall guter Streamer. Ich tue ihn nicht bei Top-Streamer einordnen, weil ich aktuell habe ich, glaube ich, ein oder zwei Streams gesehen, weil er sehr inaktiv streamt. Ich glaube, er hat inzwischen auch wieder den Supreme-Rang, weil wieder irgendwas privat vorgefallen ist. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ein sehr sympathischer Typ.
Qualität stimmt auch alles, aber mir fehlt halt ein bisschen die Aktivität, wo ich reinschauen könnte. Entchenbilds finde ich auch an sich sehr schnieke gemacht. Schaue ich aktuell auch weniger rein. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich da keine Zeit aktuell zu. Aber an sich, was ich von Entchenbilds gesehen habe, würde ich ihn auch unter einem guten Streamer einordnen. Hat auch immer was zu erzählen. Gaming World habe ich vielleicht einmal reingeschaut, aber ansonsten auch nicht, weil es auch wieder so schon wieder viel Geier-Content ist und das unterhält mich eigentlich nicht wirklich, deswegen keine Bewertung. German Vegeta habe ich, wenn mal ganz kurz einmal reingeschaut, da kann ich auch nicht viel zu sagen. Ich muss mal schauen, ob ich ihm gefollowt habe. Ich glaube aber schon. Ich habe ihn tatsächlich nicht gefollowt, aber ich kann auch aus einem guten Grund sagen, das ist nicht, ich follow den nicht, weil ich den nicht gönne, sondern einfach, weil ich jetzt nicht unnötig anderen Leuten inaktive Follower geben möchte, weil wenn ich ihn, ich finde keine Zeit dazu, mal die Streams zu schauen, dann brauche ich auch nicht followen, damit der einen inaktiven Follower hat. Das finde ich dann auch ein bisschen Quatsch, deswegen auch und da keine Bewertung. Full HD finde ich sehr geiler Streamer, ist auch super unterhaltsam, würde ich auch unter Top Streamer einordnen. Ist einfach ein sehr sympathischer Typ. iPad Game, habe ich noch nie einen Stream gesehen. Ist, meine ich, auch vom Griefer Games Team. Aber ich habe ihn noch nicht live in Action gesehen. Ist Icon, finde ich auch sehr schickes Streams. Sympathisch. Die Streams kommen bei mir auch manchmal zu kurz. Aber ich schaue da auch gut mal rein. All die Streams gefallen mir auch. Den würde ich auf jeden Fall unter einem guten Streamer einordnen. King Dagobert, früher auch Vic Buddelente, ist auch ein ganz, ganz lieber. Also so ein ganz, ganz lieber. In letzter Zeit ist auch aktuell gerade live, sehe ich sogar. Es ist mir halt in letzter Zeit ein bisschen, ja, also Geier-Content finde ich ja nicht so geil. King Dagobert tut in letzter Zeit schon ein bisschen mehr auf Geier-Content setzen, was ich ein bisschen schade finde. Aber ich glaube nicht, dass er das jetzt tut, um ordentlich hier Cash abzugreifen, weil man muss nur einmal mal in seinen Streams reingehen, um zu sehen, dass es ein ganz lieber ist. Aber, jetzt. Ich würde ihn unter einem guten Streamer einordnen. Zwar, wenn ein bisschen weniger von Gewinnspielen und so kommt, finde ich das auch sehr löblich. Aber kann man sich auf jeden Fall mal zwischendurch gut geben. Also bei ihm schaue ich auch gerne mal rein. Unabhängig auch von den Giveaways. Aber das ist echt einer der liebsten Griefer Games Streamer, die ich kennengelernt habe. Er ist auch, glaube ich, noch gar nicht so lange mit Streamerrang dabei. Vorher habe ich ihn auch erst ein paar Mal angesehen, aber das ist wirklich ein ganz, ganz lieber. Kronul schaue ich auch gerne die Videos. Die Streams schaue ich zwar auch, zwar nicht so oft wie die Videos, aber ich würde ihn trotzdem unter einem guten Streamer einordnen. Mir gefällt die Qualität, sein Charakter. Da gibt es auch gut Verlosungen, ja. Aber auch nicht so, dass ich sagen würde, hier Giveaway, sondern der macht das auch in Minigames und Events. Das finde ich da schon schicker verpackt, würde ich meinen. MoneyTV finde ich auch, ist ein ganz, ganz lieber. Er ist auch in der, ich glaube, die haben so eine No-Stream-Boss-Army. Finde ich auf jeden Fall auch ganz schnieke. Was ich bei ihm kritisieren muss, mir gefällt so ein bisschen das Overlay nicht. Also, er hat so zum Beispiel im letzten Stream, sehe ich gerade vor 3 Tagen, hat so zweimal solche weißen Fenster mit einfach roter Schrift. Das finde ich ein bisschen, ich sag mal, lieblos hingeklatscht. Muss man jetzt auch nicht unbedingt aufs Negative beziehen. Zwar ist es nicht so schön, aber gut, das Streamer hat er sich auf jeden Fall verdient. Ist auch eher so ein Ding zwischen guter Streamer und Top-Streamer, würde ich meinen. Aber das Overlay macht dann bei mir schon auch gut was aus. MuppelTV schaue ich auch gerne mal. Ist ja eher so am Morgen live. Ab 6 meine ich, bis 10 oder 11 mal. Ist auch einfach nur unterhaltsam. Vor allem, gut, manche finden die Songs dann eher ein bisschen so mittelmäßig. Ich finde die dann schon wieder eher ein bisschen witzig. Aber Mopel würde ich auch unter Top-Streamer einordnen. Also,
egal, wenn man reinschaut, es ist immer irgendwas los. Die Community ist da richtig geil drauf. Mehr gibt es da auch nicht so viel zu sagen. Also, Nexi habe ich auch schon mal geradet. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber er macht immer seine Liegestütze für einen Follower-Action. Macht auch kein Geier-Content, der baut meistens. Also ich schaue da auch gerne manchmal rein, muss ich sagen. Aber mir fehlt auch manchmal ein bisschen die Unterhaltsamkeit. Doch, würde ich meinen. Bisschen bei mir wie bei CyberSven. Deswegen tue ich ihn nur auf kann man sich geben, einordnen. Aber das bedeutet überhaupt nicht, dass es kein guter Streamer ist. Also ist auch ein lieber, sympathischer Junge. Kann man auch gerne mal reinschauen. Aber ist jetzt nichts, weil ich mir so den ganzen Tag anschauen müsste. Nicht hier 22. Habe ich, weiß gar nicht, ob ich ihm schon mal geradet habe. Aber ich schaue, obwohl in letzter Zeit schaue ich so gut eigentlich wie gar nicht mehr rein. Ist halt eigentlich fast immer geiler Content. Audioqualität finde ich da auch nicht ganz so besonders. Deswegen habe ich da noch einen Grund weniger reinzuschauen. Heißt aber nicht, dass er jetzt unsympathisch mir ist oder so. Also das auf gar keinen Fall. Aber ich würde sagen, ich würde ihn unter kann man sich geben einordnen. Bei mir fehlt dann noch so ein bisschen. Also Giveaways sind ja schön und gut, aber ich möchte dann auch eben mal was anderes sehen. Als die ganze Zeit Giveaways, Verlosungen und so weiter. Weil dafür schaue ich jetzt nicht unbedingt ja in die Livestreams rein. 0 FPS. Bin ich auch gerne mal oft dabei. Ist aber auch, finde ich, was sie, also macht Verlosung, Abbau-Event, drop mal ein paar Casino-Coins. Casino sowieso heikles Thema. Tue aber, was ich bei ihm so besonders, sag ich mal, finde, was bei, weil bei anderen so nicht sagen kann, ist, der sagt auch gerne öfters mal, steckt nicht zu viel ins Casino rein, nicht, dass ihr euren ganzen Gewinn verzockt. Oder er macht ja auch Stream-Bosse, finde ich jetzt auch so mittelmäßig. Aber bei ihm ist auch wieder so, der macht die nicht, weil er jetzt unbedingt reich werden möchte. Es gab auch schon mal, da hat er 2 Millionen für 5 Euro rausgehauen. Und wenn man da einmal 5 Euro spendet und die direkt bekommt, anstatt dass jemand reinsniped, ist halt auch eine geile Sache. Deswegen finde ich das bei ihm noch gar nicht mal so kritisch. Klar ist es auch Geier-Content größtenteils, aber bei ihm finde ich das noch so in einem sympathischen Rahmen, würde ich meinen. Deswegen kann ich ihn auch unter guter Streamer einordnen, wo ich die ganzen anderen Verlosungs- und Geier-Streamer eher auf kann man sich geben einordnen würde. Old Griefer packe ich direkt auf Top-Streamer. Oldi ist so ein lieber Streamer, den schaue ich richtig gern an. Das Overlay ist auch ganz schick, aber was da immer abgeht in den Streams, meistens Party nonstop. Macht auch gut mal Verlosung, aber jetzt auch nicht von wegen, ja kommt, wir brauchen hier Zuschauer. Er hat auch extra letztens in seinem Streamtitel geschrieben, heute keine Verlosung und der ganze Stream einfach Verlosung, aber es ist dann wieder auch auf so eine Art rübergebracht, die kann man einfach nur feiern, deswegen auf jeden Fall unter Top-Streamer. Ollis Gaming World, der Olli, da schaue ich auch gern manchmal rein, würde ich auch hier direkt auf gute Streamer packen. Ist auch ein ganz lieber. Es sind hier sehr viele ganz liebe, muss ich, fällt mir gerade mal so auf, aber die meisten sind mir hier auch einfach sehr sympathisch. Es gibt halt wenige, wo ich sage, oh nee, geht überhaupt nicht. Mir fällt auch auf Anhieb gar keine ein, wo ich sagen möchte, würde, kann ich mir überhaupt nicht geben. Bei Oli schaue ich auch gerne mal rein. Seine Jokes, ja, muss jeder finden, wie er will, aber geht auf jeden Fall. Playflex schaue ich seltener rein. Macht meistens Casino-Streams, Casino-Bau-Streams. Deswegen schaue ich da jetzt nicht wirklich oft rein. Weil ich Casino-Streams jetzt auch nicht so krass finde von der Unterhaltsamkeitsspanne her. Deswegen packe ich ihn bei mir leider nur auf kann man sich geben. Ist trotzdem ein sehr sympathischer Typ. Stelle ich überhaupt nicht in Frage. Regisseur. Also bei ihm frage ich mich echt, was
er an dem PC hat, wenn ich in den Stream reingehe, der hat so ein schönes Minecraft. Also ohne Scheiß, sowas möchte ich auch haben. Das ist ja einfach nur so geil. Also Regisseur, auf jeden Fall guter Streamer. Also die Qualität von Minecraft, der hat, glaube ich, einen Shader. Texture Pack hat er, meine ich, nicht drin. Also sieht auch mit dem Shader einfach nur geil aus. Die Webcam, da hat er auch so eine schöne Qualität. Also sowas sieht man auch nur selten. Ist auch ein sympathischer Typ. Also dort schaue ich auch gerne mal rein. Grenzefahr gehört auch zum Team, aber da kann ich auch direkt auf gute Streamer packen. Bei ihm schaue ich auch sehr, sehr gern rein. Unabhängig, ob es jetzt Minecraft ist oder nicht. Aber es ist so eine liebe Haut. Real Talk kommt da auch manchmal. Kann man sich auch sehr, sehr gut geben. Da mischt man auch gerne mal mit. Root83 würde ich auch direkt auf guter Streamer packen. Weil ich schaue zwar nicht so oft bei ihm rein, aber wenn ich beim Reinschaue, man merkt schon direkt an der Art, wenn man in irgendeinen Stream reingeht von irgendeinem Streamer, ob man merkt ja direkt, ist das ein Lieber, ist das ein Sympathischer, ist das so mittelmäßig, und bei ihm merkt man direkt, der gönnt wirklich seiner Community sehr und unterhaltsam ist es auf alle Fälle. Rypex, ja. Rypex ist geiler Content auf jeden Fall, weiß aber so gut wie jeder, ist aber kein schlechter Streamer, deswegen packe ich ihn auf kann man sich geben ein. Savi schaue ich, habe ich glaube ich noch keinen einzigen Stream gesehen, muss ich auf jeden Fall auch mal nachholen, deswegen keine Bewertung. Schnippdistel ist auch ein netter, schaue ich aber auch selten rein, weil mir da einfach die Zeit zu fehlt. Aber ja, was ich so gesehen habe, würde ich auch ihn unter den guten Streamern einordnen. Weil es dann auch lieber ist. Centix macht auch so wie Playflex, obwohl, ja, Casino Streams, der baut auch Casinos, aber ich habe die Streams nicht wirklich verfolgt. Deswegen kann ich auch jetzt nicht sagen, kann man sich geben oder guter Streamer. Bei guter Streamer kommen bei mir auch schon mal nicht Leute rein, die durchgehend irgendwas mit Casino bauen oder Casino-Content machen. Bei 0 FPS finde ich, ist dann noch so eine bisschen andere Sache, aber Zentix würde ich entweder auf kann sich geben oder keine Bewertung einordnen. Supano direkt auch aufs Top-Streamer, da schaue ich sehr, sehr gerne vorbei. Egal, wenn man reinschaut, ist immer Party. Der Typ ist auch einfach nur geil mit seiner Schwarmel-Army. Einfach nur geil. Ja, dann haben wir den Suso, den packe ich auch direkt auf guter Streamer. Bei ihm finde ich auf jeden Fall unterhaltsam, aber mir bei seinem, wenn man immer in seine Streams reingeht, hat man, ich weiß nicht von wo das kommt, aber man hat immer einen Syntax-Error, der angezeigt wird. Das habe ich ihm auch schon gemeint. Der Asiate meinte auch, dass er ihm das schon gesagt hat. Ist einfach immer noch drin, ne? Das Overlay ist auf jeden Fall auch verbesserungswürdig. Deswegen gibt es dann noch nicht den Sprung zum Top-Streamer, aber guter Streamer auf jeden Fall. Takatunga ist auch so eine liebe Haut, den packe ich direkt neben den Suso. Beim Taka schaue ich auch, wenn es auch nur im Lurk ist, ich begrüße immer, dann bin ich meistens im Lurk. Der Stream läuft sogar gerade hier aktuell auch im Hintergrund. Ist halt, ja, sag ich mal, meistens chilliger Stream, aber schaue ich auch gerne mal rein neben den ganzen Partymachern hier. Mojo finde ich auch, ich hätte ihn jetzt unter guter Streamer eingeordnet, aber irgendwie fühle ich mich da eher angezogen zu Top Streamer, weil ich fühle mich da auch einfach durchgehend unterhalten. Selbst wenn es mal nichts zu reden gibt, der Typ findet irgendwas, worüber man labern kann und das jetzt nicht so schnell langweilig wird. Deswegen, da muss ich jetzt tatsächlich erstmal nachschauen, wer das ist. Okay, der Sonnenuntergang ist der Toast. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob ich schon einmal beim Reihen gesehen habe, aber mir sagt gerade das überhaupt nichts. Bevor er den Streamer-Rang bekommen hat, habe ich ihn auch überhaupt gar nicht gekannt, muss ich ehrlicherweise sagen. Deswegen kann ich hier auch nicht wirklich viel zu ihm sagen. Zapdor finde ich auf jeden Fall schon, würde ich sagen, ja, Top-Streamer weiß ich noch nicht. Ich würde ihn auf jeden Fall unter guter Streamer einordnen. Auf alle Fälle. Die Videos auf YouTube kann man sich auch geben.
ist auch ein... Also Zapdos verfolge ich auch schon so lange. Aber irgendwie fehlt mir noch so ein bisschen Touch zum Top-Streamer. Aber Zapdos ist auch hier so wieder so ein Mittelding zwischen guter Streamer und Top-Streamer. Wookie habe ich... Weiß gar nicht, ob ich schon einmal einen Stream von ihm gesehen habe. Ich meine nein. Valtroide ist auch so ein Urgestein von Griefer Game Streamern. Ich habe ja früher auch schon von meiner Pause, ich hatte ja meine lange Griefer Games Pause, da habe ich ja auch aktiv auf YouTube, war es damals noch, Griefer Games gestreamt. Da war auch nebenbei immer am Stream, ist aktuell auch wieder aktiv, wie ich gesehen habe. Aber ich schaue da nicht so rein, weil wenn ich Livestreams mir anschaue, gehe ich eher auf Twitch anstatt auf YouTube. Das nächste dunkle Bild ist der Wanderfalke. Da schaue ich auch ab und zu mal rein. Der hat mich auch schon, glaube ich, zweimal geradet. Habe ich auch wieder zurückgeradet. Weil wer nehmen kann, der muss auch geben können, sage ich mal. Aber ich war also... Ich bin gerade so eine zwiegespaltene Meinung. Es ist auf jeden Fall ein netter Streamer. Braucht man überhaupt nicht zu diskutieren. Overlay ist noch ein bisschen so minimal gehalten. Finde ich jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Hat auch noch gar nicht mal die 100 Follower erreicht. Aber macht von der Qualität auch schon ganz schicke Streams. So ein bisschen zwischen guter Streamer kann man sich geben. Weil ich schaue jetzt auch nicht so oft bei ihm rein. Deswegen tue ich ihn lieber, obwohl keine Bewertung ist, dann auch wieder. Ich packe ihn lieber zu den guten Streamern, weil es ist jetzt auch nicht wirklich geiler Content. Er macht kleine Verlosungen, klar, aber das zählt für mich nicht als geiler Content an. Deswegen packe ich ihn mal zu den guten Streamern. WWTV ist auch selten, wo ich mal reinschaue. Ich habe gerade nochmal auf seinem Twitch geschaut. Die letzten Streams sind so, was ich hier sehe, alles so Verlosungsstreams. Finde ich da wieder auch so ein bisschen mittelmäßig. Die Audioqualität, finde ich, könnte auch besser sein, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ist auch an sich jetzt kein schlechter Streamer. Ist so ein bisschen so ein Mittelding zwischen kann man sich geben und guter Streamer, würde ich meinen. Jetzt ist so auch die Frage, möchte ich ihn neben Rypex packen? Nur weil ich jetzt nicht aktiv ihn schaue, da tue ich ihn eher auf keine Bewertung, weil es ist so echt ein bisschen schwierig. Fighterboy habe ich früher mal reingeschaut, inzwischen auch gar nicht mehr, deswegen keine Bewertung. Zartox haue ich auf die gute Streamer-Liste direkt drauf. Das ist auch wieder mal so einer... der Leute, wo man direkt erkennt, das ist einfach ein lieber Typ. Und der macht das jetzt auch nicht hier bisschen mal klar. Also Geier-Content sehe ich bei ihm jetzt auch so gut wie eigentlich nie, muss ich ehrlich sagen. Ist auch unterhaltsam, keine Frage. Ist auch... Ja, also ich kann nicht wirklich was gegen ihn sagen. Ich schaue da auch gerne manchmal rein. Deswegen guter Streamer, Punkt, aus, Ende. Gibt es auch nicht mehr zu diskutieren. Zquashi müsste das sein. Ich kann mal kurz schauen, aber ich meine, dass was ich da meistens sehe, ist meistens so eher so Verlosung und Geier-Content. Deswegen schaue ich da auch nicht wirklich oft rein, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ich habe auch kein Follow da gelassen, aber besser kein Follow als einen inaktiven Follow, sage ich immer. Ich sehe auch, er hat Minigames in den Titeln stehen, aber Verlosung einfach in jedem Stream, das finde ich dann auch ein bisschen zu mittelmäßig, aber ich packe ihn unter keine Bewertung rein, weil ich noch nie wirklich einen Stream groß angesehen habe von ihm. Zwieback Gesicht ist zwar auch geiler Content, ja, aber jetzt den auf jeden Fall über Rypex auf jeden Fall. Aber wenn ich mich zwischen Rypex und Zwieback entscheiden würde, Rypex schaue ich sowieso nie. Ich schaue viel mehr bei Zwieback rein, weil das ist ein, bei Rypex sei es so Geier-Content, bei Zwieback ist so ein bisschen mehr als Geier-Content, sage ich mal. So auch ein bisschen mal talken über dies und das. Deswegen, da wären wir auch sogar schon am Ende. Schon am Ende nach fast einer halben Stunde. Mensch, bin ich gut. Oh, fantastisch. Wir haben sogar nichts unter schlechte Streamer.
Weil ich würde auch ehrlicherweise sagen, auch wenn jetzt die ganzen Geier und Casino-Streamer sagen, das sind jetzt keine Leute, wo ich sagen würde, boah, das geht überhaupt nicht, schlechte Streamer. Vielleicht seht ihr das anders. Wenn ja, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, wo ihr was ändern würdet. Die Liste auch ist in der Beschreibung verlinkt, falls ihr die selber mal ausfüllen wollt. Ansonsten war es das auch mit dem Video. Heute mal ein etwas längeres Video, aber es sind auch hier mehr Streamer dabei. Es kann gut möglich sein, dass hier auch noch ein paar Streamer fehlen. Ist wahrscheinlich sogar höchstwahrscheinlich, dass ich hier wieder irgendwen vergessen habe. Aber ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Und ansonsten sehen wir uns entweder auf Twitch wieder, immer jeden zweiten Tag ab 17:30 bis 20 Uhr circa, oder nächsten Dienstag hier 15 Uhr auf YouTube. Dann würde ich sagen, haut rein und ciao, Leute!